Genau, es ist wieder Family Vlog Zeit. Es ist wieder mal Sonntag. Und was ihr heute in diesem Video so erleben werdet, das seht ihr jetzt. Also dranbleiben. Jetzt seht ihr mich einmal alleine und zwar möchte ich euch etwas vorstellen. Es ist ja jetzt die etwas kältere Jahreszeit, da ist es mir ein Anliegen, einige Tipps zu geben, was man zum Beispiel gegen Erkältungen machen kann. Ja, gerade wenn man schulpflichtige Kinder hat, so wie wir, oder auch selber im Berufsleben steht, dann möchte man natürlich nicht krank im Bett liegen. Die Ursache der Erkältung sind Erkältungsviren. Um einen herum lauter schniefende, hustende Menschen. Man kann es fast überhaupt nicht vermeiden, zur kalten Jahreszeit krank zu werden. Viroprotect, Erkältungsspray. Beim ersten Kratzen im Hals oder beim ersten Kribbeln in der Nase kann man sich halt schützen damit, bevor die Erkältungsviren einen überhaupt einnehmen, ne? Also bevor das überhaupt entsteht. Nimmt man sich halt 6-mal täglich, kann man das machen, einen Mundstoß in den Rachen, dann kann man die ersten Anzeichen schon direkt bekämpfen damit. So sieht das aus, wenn es aus der Flasche kommt. Und dann kratzt. Genau. So sagt es dann. Und dann gehe ich an den Schrank oder in meine Tasche, wo ich gerade dieses Erkältungsspray drin habe. Zack, rein damit. Ah, das schmeckt voll lecker. Ich wollte ja nur zeigen einmal, wie einfach das geht bei Kindern. Also sie meckert nicht. Und wie gesagt, wenn ich jetzt mit Nasenspray angekommen wäre, hätte sie gesagt, nein, ich will das nicht. Kein Nasenspray, Mama. Und dann zieht sie nämlich immer ihren Kopf weg. Ich war doch ganz nah an Leon, ne? Echt? Ich hab knapp gewonnen. Nein, ich hab gewonnen eben. Mit Roller unterwegs hier, ne? Ja? Und Kloppo dabei. Ist kalt heute, ne? Hallo, ihr Lieben. Wir sind gerade unterwegs. Runde mit Kloppo drehen. Ja, Lulu und Leon sind auch dabei, haben sich mit Roller bewaffnet, natürlich mit Handschuhen, weil es ist heute echt kalt. Ja, Klöppchen, komm. Wo sind die beiden wieder? Hä? Die sind schon weiter vorgefahren, ne? Ja. Guck mal, wie langsam wir sind, weil man sieht, da ist ein Grashalm. Und die beiden, die muss jetzt erstmal suchen gehen. Lulu, wo sind wir gerade? Wir sind gerade im Kiosk. Beim Griechen. Genau, Lulu hat sich einen Sprite bestellt. Und Leon? Leon, hört sich die Krise ausnahmsweise. Ne? Was hast du dir zu essen bestellt? Cheeseburger. Hamburger. Und du? Nudeln. Genau. Spaghetti Bolognese bestellt. Das ist mein Essen hier. Wir haben Pizza und du guckst noch aus der Innenröhre, ne? Ja. So, das ist aber ein Riesenpott. Soll ich dir das durchschneiden? Nee, ja. Den nimmt er so in der Hand. Ja, den nehme ich echt in der Hand. Das ist am einfachsten. Wie hast du denn Hamburger? Ich habe nichts bestellt. Ich kriege nichts runter. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Probiert? Ich bin in einem Nebel. So, ihr Lieben, wir sind vom Griechen wieder da. Also ihr habt gesehen, die beiden haben typisch griechisches Essen gegessen. Hamburger, Nudeln, alles das, was man auch außerhalb eines Griechen bestellen kann. Aber egal, die beiden mögen das halt gerne. Es hat ihnen auch sehr gut geschmeckt, mir übrigens auch. Ich hatte was Griechisches, habt ihr ja gesehen, ne? Ich wollte jetzt mit den Grüßen einmal anfangen. Und zwar starte ich heute mal. Und zwar grüße ich als erstes die Alina. Hallo Alina, danke fürs Einschalten, Kommentieren, Abonnieren. Dann grüße ich die Elizabeth oder Elisabeth, auf jeden Fall mit Z geschrieben. Dann grüße ich die Ramona, dann die Tia, den Daniel und die Sarah und den Mike. Euch allen vielen Dank, dass ihr immer so schön zuschaut und euch einen schönen Sonntag. Hallo, ich bin Tüti auch dran mit Grüßen und ich grüße als erstes den Kersten. Die Kersten.
die Kerstin, dann die Daniela, dann Jenny, dann Lynn, dann die Mathilda. Hört sich so an wie Mathea. Ist aber Mathilda, ne? Ja. Und zum Schluss die Annabelle. Danke fürs Einschalten, Kommentieren, Abonnieren. Und wir freuen uns, dass ihr immer so fleißig dabei seid und wieder und immer so fleißig unsere Videos guckt. Genau. Ich wollte gerade sagen, kluckt. Kluckt. Danke an euch. Tschüss. Hallo. Der Leon ist auch mit seinen Grüßen jetzt dran. Und zwar grüßt er zusammen mit... Dockatzen. Mit Dockatzen, ne? So, der Dockatzen bestellt euch nämlich jetzt auch schöne Grüße. Alexis, vielen Dank fürs Einschalten. Dann Kevin, danke fürs Einschalten. Dann die Nora. Dann Liam und Ashley. Dann Lisanne. Bis zum Schluss die Amelie. Danke für Einschalten, Kommentieren und Abonnieren, ihr Lieben. Ja, ganz genau. Ich bin natürlich auch dran und ich grüße selbstverständlich hier aus Köln, aus dem Hotelzimmer. Grüße ich den Jeremy, den Dominik grüße ich auch. Sind sehr wenig Jungs eigentlich, ne? Sind immer viel mehr Mädchen. Warum ist das so? So, das wollte ich sagen. Warum ist das so? Weil viel mehr Mädchen bei uns kommentieren als Jungs. Ich weiß nicht, ob die Jungs sich zurückhalten oder wir viel mehr von Mädchen geschaut werden. Keine Ahnung. Aber Dominik, recht herzliche Grüße. Und zum Schluss grüße ich noch Estefania. Vielen Dank alle fürs Kommentieren, Abonnieren, fürs Schauen, fürs Daumen geben. Wir freuen uns sehr und ja, nächste Woche geht's weiter. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auf alle Seiten. Tschüss.